Am 3. November haben wir einen besonderen Online-Impuls mit Professor Gerald Hüther. Tourismus im Zeitgeist. Was braucht es im Tourismus? Was erwarten Sie Gäste im Urlaub? Es geht doch viel mehr als um die Hardware, sondern was erlebe ich dort? Wie bin ich berührt? Was nehme ich unter Anführungszeichen mit aus dem Urlaub? Welche Erlebnisse habe ich, vor allem Erlebnisse auch mit mir? Wir haben drei Unternehmer, die Gerald Hüther begleiten wird in diesen Stunde eineinhalb. Die sind schon am Weg, die sind Mitglieder der Ökonomie der Menschlichkeit. Das ist Erika Geier von der Bäckerei Geier im Waldviertel, nähe Wien. Die übernehmen oder haben Bäckereien übernommen, die keine Zukunft hätten. Die wird es nicht mehr geben. Hatten keine Nachfolger. Und das sind ganz, ganz wichtige Begegnungsräume, gerade im ländlichen Bereich. Dann ist dabei Hotelier Sebastian Meyerhofer im Zauchensee, Salzburger Hof. Der hat sehr wenig Mitarbeiterherausforderungen. Er ist menschlich und wirtschaftlich erfolgreich. Und dann noch die bäuerliche Landwirtschaft, wo wir die Verbindung mit der Gastronomie massiv stärken wollen. Thomas Schiller, Gut Adam, hat auch eine solidarische Landwirtschaft. Wo kommen Lebensmittel her? Wie wird es verkocht? Was nährt es mich? Und dass wir da einen schönen Kreislauf in dem Sinn schaffen. In der Ökonomie der Menschlichkeit wirkt man ja im Sinne einer Wirtschaft, die dem Leben dient. Was braucht es dafür? Wir wirken auch unabhängig von herrschenden Wirtschaftsparadigmen, wo der Mensch entkoppelt wird aus der Wirtschaft oder entkoppelt werden soll. Na, Arbeit kann Freude machen. Unser gemeinsames Anliegen ist Freude. Über diese Themen reden wir am 3. November. Gerne vorab Fragen stellen. Wir werden schauen, wie wir die einbinden können. Es ist überhaupt ein ko-kreativer Prozess in der Ökonomie der Menschlichkeit. Es ist kein fertiges Konzept, sondern wir gestalten die Zukunft und die Zukunft ist offen, definitiv. Und darum, desto breiter wir da wirken, desto schneller wir eine Ökonomie der Menschlichkeit etablieren, desto weniger Kraft wird das alte Wirtschaftsparadigma der Trennung in dem Sinn haben. Es liegt definitiv an uns. Sei herzlich willkommen, am 3. November dabei zu sein.